Moino Freunde und damit begrüße ich euch wieder herzlich zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Heute sind wir noch in der Gletscherhöhle, denn wir haben im letzten Part die Gletscherhöhle sowie auch die Blizzard-Insel besucht, die uns geraten wurde von einem Pantymos, da er gesagt hat, dass wir hier den legendären Helden Sichlor finden würden, der ein eigenes Erkundungsteam gebildet hat, aber er ist hier verschollen. Er ist eigentlich das stärkste Erkunderteam, was es gibt, aber er ist hier verschollen. Viele Erkundungsteams haben nach ihm gesucht, aber nie gefunden. Und wir sind jetzt in der Aufgabe von ihm, mal nachzuschauen, was passiert ist. Es ist zwar schon 300 Jahre vorbei und so, aber hey. Ah nee, Xerox war das, stimmt. Nach 30 Jahren kann man ja dennoch mal suchen in der Höhle. Vielleicht findet man die Leiche von diesen Pokémon wieder und willst du mich eigentlich komplett rollen? Was ist das für eine Enteron? Naja, und zumindest werden wir jetzt versuchen, wirklich mal bis zur letzten Ebene zu kommen und nachzuschauen, ob vielleicht der ja noch irgendwo lebt. Vielleicht hat er da oben sich ein Leben aufgebaut, was auch immer. Wir werden es bestimmt herausfinden. Denke ich mal. Also sollten wir auf jeden Fall auf der Hut bleiben. Denn es wird sich hier bestimmt nicht nur um Sichlor handeln. Vielleicht um einen kleinen Fieswicht. Oh Gott. Der sich dachte, frieren wir doch den Sichlor oder den Xerox ein. Würde jetzt nur so spontan mir einfallen, ja. Ob es wahr ist, werdet ihr erfahren. Macht ja nicht mehr so viel Damage wie gedacht. Plinfer, geh weg. Plinfer. Nein! Ruxukip! Red! Das war die Jetzt sind wir in der Gletscherhöhlengrube. Und wie gesagt, es ist eingefroren seit mehreren Jahren. Hihihi. Besucher, welch seltener Anblick. Hihihi, seid willkommen. Ich bin Frostetje. Ich empfange die gelegentlichen Besucher dieser gefrorenen Hinterlandes. Ihr müsst fürchterlich erschöpft vom Kampf mit dem Blizzard sein. Bitte kommt näher. Ihr müsst fast bis auf die Knochen da durchgefroren sein. Also lasst mich euch steif frieren, ganz und gar. Geile Ansage, aber ich werde nicht gerne steif gefroren. Ich würde sagen, du verrücktes Stück, schläfst erstmal eine Stunde. Okay, du bist schlauer als gedacht. Denn bist du wirr im Kopf. Oh, das funktioniert. Justin. Was haben wir noch? Du bist geblendet? Dein Ernst jetzt? Guck mal, Justin, so greift man an. Ey, Leute. Noob Battle! Hä, was ist das? Ich treffe das Ding einfach nicht. Wartet noch 100 Jahre. Ich hab's geschafft. Ey, was war denn für ein Bett? Das war ja nicht schön. Und die war auch lame. Xerox, das hättest du auch schaffen können. Wo? Ah ja, ich erinnere mich.
Ich war bei einer Erkundung, als mich dieses garstige Frostetje anfiel. Oh, ihr seid meine Rettern. Nehmt mich an. Vergibt mir meine fehlenden Etikett. Mein Name ist Cherux. Ich bin ein Erkunder. Schön, wir haben dich befreit. Ich bin euch aufrichtig dankbar, dass ihr zu meiner Rettung gekommen seid. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich wahrscheinlich ewig im Eis eingeschlossen gewesen. Trotzdem hätte ich kaum erwartet, dass meine eisbedingte Unpasshässlichkeit mehrere Jahrzehnte andauern würde. Meine Güte, es ist, als wäre ich in einer völlig anderen Welt gereist. Im Übrigen würde ich euch für die Rettung meines Lebens gerne irgendeine Form entschädigen, also, Allerdings finde ich mich gerade in einer fremden Welt wieder, ohne einen einzigen Poke mein eigen zu nennen. Mir fehlt es an einer Idee, wie ich euch entschädigen könnte. Ach, keine Sorge, du brauchst dich nicht für uns bedanken. Trotzdem. Ah ja, das könnte reichen. Du sagtest, ihr seid auch ein Erkundungsteam, ja? Ja. Ah, sehr gut. Seht ihr, auch wenn es euch unwahrscheinlich erscheint, ich war früher selbst Erkunder von einem eigenen Rang. Nun, ihr solltet wissen, ich bin ein Ehrenmitglied des Erkundungsteamsverbands. Du bist was? Ein Ehrenmitglied? Korrekt. Ein Ehrenmitglied wie ich hat das Recht, beispielhaften Erkundungsteams einen besonderen Status zu verleihen. Und ihr eignet euch sehr gut dafür. Euch beherzte Courage während meiner Rettung belegt eure Beispielhaftigkeit eindrucksvoll. Deswegen verleihe ich euch den Geheimrang. Was? Geheimrang? Ja, ein Erkundungsteam dieses Ranges ist berechtigt, Spezialmissionen durchzuführen. Spezialmissionen sind streng vertrauliche Erkundungsjobs, die direkt vom Erkundungsteamverband vergeben werden. Streng vertraulich? Verstehe ich nicht. Oh, ihr mögt es jetzt noch nicht wissen, aber das werdet ihr zu gegebener Zeit schon noch. Ich muss euren neuen Rang auf euren Erkunderorden vermerken. Das Geheimrangabzeichen wurde hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber Dankeschön. Och, das war doch das Mindeste, was ihr für mich getan habt. Ich werde euch eure Tapferkeit und Güte, mich zu retten, niemals vergessen. Ich muss mich auf den Weg machen. Lebt wohl. Gut, wir gehen mal im Bett und vergessen das Ganze, ne? Das war weird. Naja. Neuer Start, neues Glück. Mal gucken, was wir heute so alles schön machen können. So, Freunde, da bin ich auch wieder zurück. Nach einem Tag, wo wir jetzt Job und Ganoven hatten, ist Krebskops hier. Und wir begrüßen ihn mal, nachdem Panthemos jetzt weg ist. Mal gucken, was er so Schönes zu sagen hat. Hey, hey, ein weiterer toller Tag. Wisst ihr was? Sonflora ist in letzter Zeit ziemlich aufgeregt gewesen. Hey, hey. Faselte er etwas wie... Meine Güte, das Ringmeer, meine Güte. Niemand hat es seit 10.000 Jahren gesehen. Derlei Zeugs, hey, hey. Sie ist da seit einiger Zeit im Alleingang unterwegs, wie besessen, hey, hey. Sonflora ist gerade auf der unteren Gilde 2, hey, hey. Wenn ihr interessiert seid, plaudert mal mit Sonflora, hey, hey. Sie brennt darauf, darüber zu schnattern. Alles klar. Werden wir auch gleich nicht abschlagen. Anscheinend hört sich das ganz interessant an. Jetzt müssen wir nur Sonflora finden. Da ist sie. Habt ihr beide schon mal vom Ringmeer gehört? Das Ringmeer ist ein Meer tief im Süden. Es liegt im unkartografierten Teil des Ozeans und stellt euch vor, es war 10.000 von Jahren mit Eis bedeckt. Aber es macht das Wort von einer Entdeckung die Runde. Es heißt, es gäbe dort jetzt einen Riss im Eis. Diese Spalte hat für Erkunder einen Einstieg in das eingeschlossene Meer eröffnet.
Auweia, könnt ihr euch das vorstellen? Eine Welt, die seit 10.000 von Jahren niemand erblickt hat? Das ist der Stoff, aus dem epische Abenteuer gestrickt sind. So fantastisch und abenteuerlich. Oh, das ist noch nicht alles. Nein, nein, nein. Anschließend fließen alle Ozeanströmungen der Welt durchs Ringmeer. Ich habe Gerüchte gehört, dass viele seltene Schätze von den Strömungen dorthin getragen werden. Auweia, allein der Gedanke daran lässt mich fast ohnmächtig werden. Der Eingang zum Ringmeer soll östlich der Blizzard-Insel liegen. Ihr solltet euch das mal selbst anschauen. Alles klar, da ist das Ringmeer. Dort werden wir auch direkt hingehen. Und endlich geht es weiter mit der Story. Ja, so lange hat man nach der Story gesucht. Also rein theoretisch nur einen Tag, nachdem wir Dings gerettet haben, Xerox. Und jetzt geht's so langsam voran mit der Story. Das ist ganz gut. Weil wie gesagt, die Story ist schon, die ist schon cool. Aber bevor wir da weitergehen, gehen wir erstmal kurz nochmal einen kleinen Abstecher zum, das muss ich selbst mal suchen. Nee, warte mal, war das die Glitzerquelle? Ja doch, die Glitzerquelle. Dort können wir uns vielleicht ein paar Entwicklungen leisten. So, und ich möchte gerne entwickeln, ja. Hades. Ich wusste es. Hades wird sich jetzt nämlich entwickeln. Hades, du wirst groß, mein Junge. Du sollst dich zu Pupita entwickeln, ja. Werd erwachsen, Hades. Und damit haben wir Pupita. So, weitere können wir noch nicht. Oh, dass wir jetzt alles einstellen müssen, ist jetzt ätzend. Naja, nicht schlimm. Justin nehmen wir wieder mit rein. Natürlich, Justin ist immer Standard. Er ist ja seit Anfang an drin. Dann natürlich Rubin. Und ihr seht es auch an den Werten. Rubin ist so, haha, derzeit nicht gerade gut drauf. Aber Pupita, oh ja, also macht nichts Verkehrtes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich nochmal weiterentwickelst. Und ich weiß nicht genau wann. Ich glaube irgendwann im 40er-Bereich. Knackse dauert ja sowieso nur ein bisschen, also können wir uns da Zeit lassen. Auf zum Ringmeer. Genießen wir die Show. Und schöne Musik ist auch gleich im Hintergrund. So. Au, das sollte nicht passieren. 800 EP für einen Leter King? Okay, also wenn schon alleine ein kleines Sepa schon 100 EP gibt, ist schon krass. Also man kann hier gut leveln. Ich sag mal so, für die jetzige Verhältnisse ist es echt eine gute Levelstelle. Vor allem, wenn du Justin im Team hast, weil macht Sinn, ne? Elektro-Pokémon und Wasser. Gut, wenn sie sich selbst umbringen, ist natürlich nicht so fein, aber hey. So, dann werden wir mal in den ganzen Ring mehr nachschauen, ob wir da irgendwas Schönes entdecken, wie ja uns so ein Flora so schön berichtet hat. Aber die letzten Erkundungen, die wir mal hatten, die waren ja nicht so als ob erfolgreich. Das ist hart. Das Schlimme ist, ich kann halt nichts machen. Ich muss halt hier stehen bleiben. Boah, es läuft schon wieder gar nicht. Übel. Hey,
Ey, dass wir nicht mal die erste Ebene überleben, ist so traurig eigentlich. Aber was sollte ich machen, wenn ich verwirrt bin, kann ich halt nichts machen. Ich habe halt keine Items dafür bei. Stimmt, ich habe ja jetzt Items verloren, ne? Oh, nö. Naja, wenigstens habe ich Äpfel bei, reicht mir. Sinnebären können mir auch im Notfall nichts retten. Oh nee, nicht schon wieder. Nein, hört doch mal auf, nach Ruf zu treten, ey. Treten vor allem. So, komm, ignorieren wir den einfach. Wir wollen hier einfach nur durch. Ich will das Ende vom Ring mehr sehen. Und gerne das sehen, was so ein Flora die ganze Zeit meinte. Dieses wunderschöne Geheimnis oder die schönen Schätze, die angespielt worden sind. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich das an Flora nicht so ganz. Weil wie gesagt, in den letzten Malen haben wir auch nicht so was Schönes bekommen, was uns versprochen wurde. Und von mir aus können noch mehr Treppen kommen. Oh ne, nicht schon wieder Lamus. Ah ne, das letzte war ein Leta King, ne? Ein Leta King, sage ich schon. Lasho King. So, und wie gesagt, es sind wie jetzt 20 Ebenen. Standardmäßig, leider. Ich finde es auch ein bisschen zu krass, aber hey, komm. Was soll's. Hier muss ein Wasser-Pokémon sein, um an die Items zu kommen. Geil. Also als Wasser-Pokémon hat man ein bisschen Vorteil hier. Also wenn du so ausgeglichene Team hast mit Wasser, Pflanze vielleicht, dann bist du hier echt gut am Start. Bei Wasser, du kannst über die ganzen Sachen hier rüberlaufen. Und dir einen jetzt gönnen. Und Pflanze macht halt alles weg. Alter, diese Nadelrakete. Ich finde die Attacken so heftig. Oh, 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 den habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der wäre unten unser Team. Aber nee. Geil. Nein, 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 nein. Lass Rubin in Ruhe. Rubin! Stirb uns nicht weg. Ebene 14. Oh. Ja, wir kommen also schon mal dem Ziel näher. Oh ja, perfekt. Gib her. Einfach durchsprinten. Okay, hier hinten haben wir auf jeden Fall nicht. Ich würde einfach mal oben wieder zurücklaufen. Zum großen Raum. Und in die rechte. Ja, wow. Alter, hab ich hier einen Nachteil. Das ist doch nicht normal. Oh, Kacke. Ey, was macht der? Diese Stami wirft nur ihr seine komischen Stacheln. Hör auf damit. Silberdorn sind übrigens stärker. Also, ihr habt es ja schon gesehen. 60 Schaden ist ja halt ein bisschen was, ne? Trotzdem. Oh, komm. Ich kann auch nur die Fer. Nein! Oh, nee, Justin. Ey, tut mir leid. Das musst du machen. Ich kann Justin auch nicht helfen. Geil. Nein, Justin, bitte. Was machst du denn da? Ja, okay, wenn du so löst, ist das auch kein Problem für mich. Boah, da ist einfach mal so ein Riesenteil am Start. Wir gehen lieber weiter. Nein, nein. Nein, meine Link-Attacke. Ich muss sie neu verlinken. Was ist denn dit? Was ist das Assi? Kasse fallen. Das ist das Einzige, was mir am Spiel nervt. Ist zwar schön, dass sie da sind, weil die nerven, aber die nerven.
Schön, dass ich nicht mal bewegen darf. Ah, okay, jetzt. Ist das euer Ernst? Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir auch wieder. Ja, ich hab schon mal Feuer auf ihm, weil, wie gesagt, das hätte ich nie geschafft. Hab ich auch nicht geschafft. Oder, ja, ich hab Safe Set genutzt. Um wieder zurück am Anfang zu kommen. Weil ich wollte wirklich diesen Turm nicht nochmal begeben. Was ist dieses Ding? Ein Wunderei. Also mehr als ein Wunderei können wir also nicht finden, aber ist schon mal etwas Schöneres. Das ist doch schon mal was, also das ist wirklich was Cooles. So, haben wir denn das Wunderei jetzt dort liegen? Jo, haben wir wirklich. Guten Morgen, Tristan. So. Weißt du, dieses Ei, das wir gestern im Ringmeer gefunden haben, es glüht mit dem mystischen Licht. Was glaubst du, ist wohl in diesem Ei? Wow, es hat sich bewegt. Hey Tristan, das Ei hat sich gerade bewegt, oder nicht? Was schon? So schnell können Eier schlüpfen? Oh Tristan, das Ei, es schlüpft. Hallo. Wow, es ist ein Pokémon. Aber ich habe noch nie so eins gesehen. Hihihi. Oh, wie niedlich. Hey, kleines Kerlchen. Was für ein Pokémon bist du denn? Okay. Vielleicht ist das Kleine zu jung, um etwas von dem zu verstehen, was ich jetzt sage. Ich sage? Was sollen wir jetzt tun? Bisher hatte ich noch nie mit einem Pokémon wie diesem kleinen Kerlchen zu tun. Oh, ich hab es. Wir sollten Plaudergei fragen. Er ist doch der Informationsleiter der Gilde. Gehen wir mal zu Plaudergei. Und deshalb sind wir jetzt zu dir gekommen. Hast du irgendeine Ahnung, was das für eine Art von Pokémon ist, dieses kleine Kerlchen hier? Um ehrlich zu sein, ist das das erste Mal, dass ich dieses Pokémon dieser Art gesehen habe. Aber nach dem, was ihr mir erzählt... Dieses Jungspund scheint ein Pokémon namens Manaphy zu sein. Manaphy? Korrekt. Dieser Jungspund ist ein extrem seltenes Pokémon. Es gibt nur ein paar davon auf der ganzen Welt. Es soll angeblich auf den Grund eines kalten Meeres schlüpfen. Danach wandern es tausend von Kilometern. Ich sollte betonen, dass Manaphy sehr selten gesehen werden. Aus diesem Grund ist es sehr wenig über dieses Pokémon bekannt. Wow! Also... Ist da dieses kleine Kerlchen ein echtes seltenes Pokémon? Selten, selten. So, ihr zwei, was denkt ihr mit diesem Kleinen zu tun? Was sollen wir mit ihm tun? Jetzt, wo du es sagst, ich weiß nicht, was wir damit tun sollten. Holla, was ist denn los? Das Kleine hat plötzlich angefangen zu schreien. Ich schätze mal, es hat Hunger. Okay, was geben wir ihm denn zu essen? Ich bin mir nicht sicher, aber das was Kleine so mag, ist Wasser-Pokémon. Sollen wir ihm ein paar Blaugummis geben? Okay, ein paar Blaugummis. Mal sehen. Blaugummis, wir haben welche auf der Schroffküste gefunden, meine ich. Besorgen wir ein paar Blaugummis. Ich habe nicht vorgearbeitet. Ich habe nur diesen Blaugummi gefunden. Und das wirklich. Ja, na klar. Hier ein Blaugummi. Los, du kannst es ruhig essen. Es ist ein Blaugummi. Dummi? Dummi. Puh, es hat das Gummi gegessen. Dummi. Es mag dich, Tristan. Und es ist so süß. Hey, Tristan. Das Kleine ist noch ein Baby. Wie wäre es, wenn wir es doch um eine Weile mit ihm kümmern? Ja, na klar. Warum nicht? Wir kümmern uns gerne um kleine Kinder.
Okay, super, machen wir es. Machen es! Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was? Dieses Kleine ist ein Pokémon, das normalerweise im Meer aufgewachsen würde. Diese Umgebung ist offensichtlich anders als das Meer. Hinzu kommt noch, dass wir so gut wie nichts über dieses Pokémon wissen. Wer weiß, was passieren kann. Aber das Kleine wäre nicht sicher, wenn wir es einfach in dem Meer aussetzen würden. Lass uns auf das Kleine aufpassen, bis es größer ist, bitte. Wir werden uns gut um das Kleine kümmern, versprochen. Na gut, wenn ihr darauf besteht. Du musst dir keine Sorgen machen, auf uns ist Verlass. Nicht wahr, Tristan? Natürlich. Wir müssen Papa spielen. Okay, Manafi, fürs Erste ist das dein Haus. Haus? Genau, Haus. Wir werden auf dich aufpassen, mein Kleines. Haus. Aber ja, was sollen wir jetzt machen? Dummi. Oh, okay, du willst noch mehr Blaugummi? Ah, Mann, das hat aber ganz schön viel Hunger. Okay, finden wir noch ein Blaugummi für Manafi. Shit. Nein, ich muss Blaugummi finden. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich habe immer Blaugummi. Oh, Trigger. Wir finden doch bestimmt beim Eimarkt eins. Komm, ihr habt doch immer Gummis im Angebot. Hab ich Schwein? Oh, ein Blaugummi. Geben wir auch gleich ab. Oh, Gummi. Jetzt werd ich schon so verrückt wie das Kind. So, nimm das Geld mit. Muss unbedingt daran denken, das wieder zurückzupacken, sonst sind meine 33.000 irgendwann finito. Gib den Blaugummi her. Dankeschön. Kecleon. Vielen Dank. Auf geht's, Manafi. Hier kriegst du noch ein Dummi. Dummi. Ja, hier bitte. Gummi. Na, schmeckt das? Lecker Gummi. Gummi? Lecker? So ist es lecker. Lecker, Dummi, lecker. Das kleine Kerlchen wächst bei dem Tempo bestimmt in Windeseile auf. Stimmt etwas nicht? Ja. Das Kleine hat seine Fütterung gehabt. Jetzt will es schlafen. Seien wir ruhig und lassen es schlafen. Schlaf gut, Manafi. Oh, wir gehen auch schlafen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Manafi. Morgen, Tristan. Morgen, Justin. Na nur, dieses kleine Kerlchen hat uns mit unserem Namen angesprochen. Das ist toll, Manafi. Toll. Nun, Tristan, was sollen wir heute unternehmen? Nur essen und schlafen kann auf Dauer nicht gesund sein. Ich weiß. Wir gehen mit dem Kleinen am Strand spazieren. Spazieren! Alles Klärchen. Aber bevor wir hier am Strand spazieren gehen mit Manafi, werden wir erstmal die Folge beenden, denn ist die schon lang genug aus Versehen. Wir werden uns im nächsten Part um das kleine Manafi weiterhin kümmern. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao.